Hallo, heute mal ein praktisches Beispiel für eine Shell Command Injection. Ein noch nicht gefixter Bug, den ich gefunden habe. Habe ich mir den Spaß erlaubt, den mal zu finden. Worum geht's? Es gibt zum Beispiel auf dem System Firewall-Einstellungen. Ja, gut, der Root, der ich jetzt wäre, hätte Firewall-Einstellungen. So, und die sind ja oftmals gar nicht so geheim. Ne? IP-Tables, wie auch immer. Manchmal sind die Administratoren ja auch stolz, die weitergeben zu dürfen, weil die coolsten Firewall-Einstellungen der Welt haben. Ich suggeriere jetzt dem Administrator, ich hätte gerne mal eine Kopie von einer Firewall-Einstellung. Nicht, weil ich die Firewall-Einstellungen will. Ich sage ihm, es wäre sowieso mal ratsam, ein Backup zu machen. Ja, gut. Jetzt habe ich hier mal, ein Ordner angelegt. Ich bin jetzt auch auf demselben System. Ja, ich bin ein niederprivilegierter User, habe da ein Unterverzeichnis angelegt. Er soll mir, der Administrator, doch mal seine super Profileinstellungen in diesen Ordner speichern. Weil ich das dann zu Hause auch mal ausprobieren will mit Firewall. Sag ich ihm, ist natürlich total gelogen. Ich will nur, dass er diesen Pfad verwendet, in dem ist nämlich ein Shell-Command versteckt. In dem Fall wird das Programm Xterm ja, darin versteckt. So, ich sag ihm, ne, er hat die coolsten Firewall-Einstellungen der Welt und die sind auch gar nicht geheim, ne, die Firewall-Einstellungen. Er soll mir doch mal eine Kopie exportieren. Ich bräuchte die daheim auch mal, weil er der coolste der Welt ist. Ne. Eher cool, wie er ist. Exportieren, wohin willst du es denn haben? Welchen Pfad? Ja, mein Rumverzeichnis habe ich da so. Könnte ja auch eine externe, ne, Verbindung sein oder FTP oder wie auch immer. Oder CDU oder wie auch immer. Und in diesem Pfad, ne, in dem Pfad, und wie soll es denn heißen? Ja, Test langt, ne, steht ja nichts Geheimes drin. Hat er auch schon vorher geguckt, in seinen Firewall-Einstellungen steht nichts Geheimes drin. Wunderbar. Ich will nur mal eine Kopie davon. So. Und wie gesagt, da steht Xterm drin. Mit welchen Rechten ist der Root jetzt unterwegs hier? Ja, mit Root-Rechten. Ne? Er speichert jetzt das Ding ab und bums. Startet sich extern. Verblüffend. Ich habe nämlich da einen kleinen Bug gefunden. Ne? Nun, anstelle von extern hätte ich auch jedes beliebige andere Shell-Kommando. Und es wird nochmal ausgeführt. Jedes beliebige Shell-Kommando. Ihm unterjubeln können, ne? Das X, der mir aufpoppt, das habe ich ja nur gemacht, damit ihr das seht. Ne? Kleinen Fehler gefunden in GUFW. Wo habe ich das gefunden? Gut. Es gibt eine Datei, die heißt UFW Backend Pi. Ja, das gehört zum grafischen Firewall. Dingenskirchens. Und darin habe ich aufgetrieben einen kleinen, aber entscheidenden Fehler habe ich gefunden. Freue mir der Wolf runter. Ne? Ne? Gut, wie ich das gefunden habe, zeige ich noch. Nun, beim Exportieren der Datei wird ein Kommando ausgeführt. Eigentlich ein ganz harmloses, ein Copy-Kommando. Und dieses Copy-Kommando besteht aus einem Text-Copy von da nach da, wo das Originalprofil ist. Und dann kommt hier File. Also wohin damit? Nun, da dieser Text einfach nur nebeneinander kopiert wird, wird mein Pfad inklusive des Kommandos Semikolon Xterm an dieser Stelle eingeführt. Nun, er versucht auch wirklich zu kopieren und er kopiert auch was. Funktioniert auch. Ja. Also wenn ich das ja, nicht mit Xterm gemacht hätte, das aufpoppt, sondern irgendwas anderes, wäre ihm das gar nicht aufgefallen. Wird hier in den Text eingefügt und wird mit seinen Rechten, er ist ja der Administrator mit Root-Rechten, ausgeführt. Das gleiche gilt natürlich für das Löschen von Dateien und Umbenennen, sofern ich in der Lage bin, ihm einen Profilnamen unterzujubeln, wo ich sage, speichere mir das mal unter Semikolon, The Reckoner, Semikolon. Und The Reckoner wäre ein Shell-Kommando. Gut, und schon wäre das passiert. Gut, so teilen wir auf. Ja, wie treiben wir das auf? Wie habe ich das rausgefunden? Es gibt ein Programm. Ja, nicht irgendwie ein Hacker-Ding. Das ist ein ganz normales Suchprogramm, das heißt Recall. Das habe ich schon vor Jahren euch mal gezeigt. Und damit kann man dann ja, Index erzeugen, alle Dateien auf der Festplatte durchsuchen. Ja. Und man kann dann, wie gesagt, über die erweiterte Suche dann über alle Dateien mal suchen lassen. Gibt es
in irgendeinem Programm, zum Beispiel einem Python-Programm, vielleicht mal ein Problem. Ne? Also die Probleme sind ja bekannt, es sind ja oftmals die Kommandos. Ne? Python, sage ich jawohl dazu, im Filter und finde überall da, wo was drin steht mit zum Beispiel os.system. Ja? Dann würde er alle Dateien durchsuchen, wo os.system drin ist, würde er mir anzeigen oder was weiß ich, Commands, ja. So, ne? Ich suche dann durch. Ne? Und wodurch suche ich? Ich kann die Indizierungskonfiguration so einstellen, dass er anstelle des standardmäßigen Home-Verzeichnisses die Root-Partition durchsucht. Also durchsuche alle Programme und zugehörigen Dateien und finde irgendein Python-Programm, das OS-System benutzt. Oder wie hier zum Beispiel das Programm UFW, den Befehl Commands. Und so bin ich auf Commands gestoßen, habe mir viele Dateien durchgeguckt, die meisten waren gut, aber das Ding war nicht gut. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal da, ne? File, wann passiert das beim Exportieren des Profils? Also wunderbar, da habe ich einfach mal ausprobiert, was passiert denn da. Ne? Und schon hatte ich den Fehler gefunden. Ich hoffe, dir mitgeholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wie gesagt, Fehler gemeldet, dürfte in Kürze gefixt sein. Lasst euch nicht an der Nase herumführen und schon gar nicht vor mir. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.